Hallo zusammen, schauen wir uns eine weitere zusammengesetzte Schlussrechnung an. Also eine Schlussrechnung, die aus mehreren Teilen besteht. Den genauen Text findest du unten in der Videobeschreibung. Die Kurzversion habe ich hier angeschrieben. Ich erkläre es noch einmal. Es geht um Straßenarbeiten. 20 Arbeiter arbeiten täglich 8 Stunden an einem Straßenabschnitt und brauchen dafür insgesamt 15 Tage. Das ist kalkuliert. Also 20 Arbeiter, 8 Stunden, 15 Tage. Die Arbeiten sollen nun vorangetrieben werden und die Arbeiter sollen schon in 6 Tagen mit der Arbeit fertig sein, erhöhen aber die tägliche Arbeitszeit von 8 auf 10 Stunden. Also in einer kürzeren Zeit fertig werden, aber es wird mehr Stunden an einem Tag gearbeitet. Und wir wollen uns nun berechnen, wie viele Arbeiter zusätzlich auf der Baustelle mitarbeiten müssen, um diese Arbeiten in der kurzen Zeit fertigstellen zu können. Das heißt, wir haben mehr Angaben als wie bei einer normalen Schlussrechnung. Geht aber im Prinzip ganz, ganz einfach. Ich erkläre euch das jetzt. Ansatzzeile: 20 Arbeiter, 8 Stunden und 15 Tage. Ist ganz logisch, ganz klar. 20 Arbeiter arbeiten 8 Stunden am Tag und brauchen insgesamt 15 Tage. Diese Angaben können wir aus der ersten Zeile, aus dem ersten Satz herauslesen. Aus dem zweiten Satz: Die Arbeiten sollen nun in 6 Tagen abgeschlossen werden. Jetzt musst du dir überlegen, wo stehen 6 Tage? Natürlich unter den 15 Tagen müssen die 6 Tage stehen. Immer die gleiche Einheit untereinander. Das ist klar. Bei einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden. Hier die 10 Stunden oder hier die 10 Stunden. Natürlich unter den 8 Stunden stehen die 10 Stunden. Und damit ist ganz logisch, wo unsere gesuchte Variable x stehen muss. Ereignisschlussrechnung geht immer gleich. Ich erkläre euch das noch einmal. Wir setzen den ersten Pfeil immer vom x weg. Also da geht es jetzt nicht darum, von der kleinen zur größeren Zahl wie bei der Ereignisschlussrechnung, sondern immer vom x weg. Und dann überlege ich zweimal, indem ich mir immer eine Angabe zuhalte. Wir nehmen diese Angabe einmal weg und behandeln nur diesen normalen Schluss mit 20 Arbeiter, 8 Stunden, x Arbeiter und 10 Stunden. Das ist jetzt kein Thema mehr, die Tage. Und dann ist es ganz einfach. Es wird mehr Stunden am Tag gearbeitet. Wenn mehr Stunden gearbeitet wird, brauche ich dann weniger oder mehr Arbeiter auf der Baustelle, um die Arbeiten abschließen zu können. Mehr Stunden wird gearbeitet, also brauche ich logischerweise weniger Arbeiter auf der Baustelle, weil ja eh mehr Zeit investiert wird. Mehr Stunden, weniger Arbeiter. Hast du diese Konstellation? Mehr weniger oder weniger mehr, dann gehören die Pfeile in unterschiedliche Richtungen gesetzt. Ist die Aussage weniger weniger oder mehr mehr, dann werden die Pfeile in die gleiche Richtung gesetzt und die Hexerei ist schon wieder vorbei. Also noch einmal, wir haben mehr Stunden, weniger Arbeiter. Mehr, weniger, die Pfeile in unterschiedlichen Richtungen. Nachdem der Pfeil schon nach oben geht, muss dieser Pfeil eindeutig nach unten gesetzt
werden. Und fertig sind wir mit der ersten Überlegung. Zweite Überlegung, wir halten uns die Stunden zu und überlegen jetzt 20 Arbeiter 15 Tage, x Arbeiter 6 Tage. Und hier ist es auch wieder ganz logisch und ganz einfach. Wir haben weniger Tage zur Verfügung. Wenn wir weniger Tage haben, brauchen wir logischerweise auch mehr Arbeiter auf der Baustelle, um die Arbeiten fertig zu bekommen. Weniger Zeit, deswegen mehr Arbeiter. Weniger, mehr, das heißt die Pfeile in unterschiedlichen Richtungen. Hier geht der Pfeil nach oben, also muss er hier nach unten gehen. Das in der Mitte haben wir jetzt auch wieder zugehalten. Noch einmal, weniger Tage, wir brauchen mehr Arbeiter auf der Baustelle. Weniger, mehr, unterschiedliche Richtungen, Pfeil nach unten. Wenn wir die Pfeile gesetzt haben, geht es immer gleich. Die Schlussrechnung, die zusammengesetzte Schlussrechnung beginnt immer so, x ist gleich, Bruchstrich, und die Zahl, die beim x steht, wird oben geschrieben. Das machen wir immer so. Ja? Das merken wir uns. Die Zahl, die beim x steht, steht dann oben. Okay? Und dann wird in Pfeilrichtung angeschrieben. Immer von oben nach unten. Der Beginn des Pfeiles steht oben. Der Beginn des Pfeiles ist 8, also steht 8 oben und 10 unten. Die Spitze steht immer unten, der Pfeilanfang steht immer oben. Und hier haben wir das Gleiche. Der Pfeilanfang ist 15, also steht 15 oben. Die Pfeilspitze ist 6, also steht 6 unten. Okay? Und fertig sind wir. Jetzt müssen wir nur mehr ausrechnen. Ausrechnen heißt, wir können es einfach in den Taschenrechner eintippen und das Ergebnis anschreiben. Wenn wir das aber genauer anschauen, sehen wir, dass wir hier noch kürzen können. Wenn wir das können, sollten wir das auch machen. Wir können 20 und 10 kürzen, bleibt 1 und 2 stehen. Wir können 8 und 6 kürzen, geht beides durch 2, bleibt hier 4 stehen und hier 3 stehen. Und dann erkennen wir vielleicht noch, 15 und 3 können wir kürzen. 15 durch 3 ergibt 5 und unten bleibt 1 stehen. Also fällt uns hier der Nenner an und für sich weg und wir haben nur mehr 2 mal 4 mal 5 zu berechnen. 2 mal 4 ergibt 8. Und 8 mal 5 ergibt 40. Also ist 40 unser Ergebnis. Es geht um Arbeiter. 40 Arbeiter werden benötigt, um die Arbeiten fertigzustellen. Wenn die Fragestellung jetzt lautet, wie viele Arbeiter brauchen wir zusätzlich, dann wäre die richtige Antwort, 20 brauchen wir zusätzlich. Insgesamt sind 40 Arbeiter notwendig, 20 sind ja schon auf der Baustelle, deswegen müssen 20 Arbeiter zusätzlich eingesetzt werden und insgesamt arbeiten 40 Arbeiter an diesem Straßenstück, um es in 6 Tagen fertigstellen zu können. Alles klar?